Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Gleich begleiten wir Stefan Marquardt und Franz Schneed mit Gästen auf dem Markt. Dann, wir sind sehr aufgeregt, unsere Weltreise beginnt. Und da seht ihr den ersten Film drüber. Und dann fordert Debbie Entertainment Manager Thorsten raus. Viel Spaß! Stefan Marquardt und Franz Schneed waren an Bord der Ida Perla und sie sind mit den Gästen auf den Markt gegangen, um danach mit ihnen zu kochen. Und der Stefan hat ja einiges zu erzählen. Guck mal. Hallo Leute, wir sind heute mit der Perla in Le Havre in Frankreich und haben das große Vergnügen, mit einer Riesenmannschaft, nämlich mit 35 Mann, über den Markt zu schlendern und zu gucken, was es da gibt. Wir schauen uns regionale Produkte an, frischen Fisch, Obst und Gemüse und entscheiden uns mit den Gästen, was wir abends in der Kochschule dann kochen. Schaut euch mal den Schaufelbug an. Das ist aus der Schulter ein Stück. Ja. Und das ist halt wirklich wunderschön marmoriert, durch und durch. Das macht wirklich richtig Laune. Was haben wir hier? Der gemeine Kalamar, genau. Leute, Frankreich, eine Bouillabaisse. Lass uns einfach eine tolle Bouillabaisse machen. Weißt du, da kann man halt auch alles verarbeiten. Also die Knochen machen wir, die Fonds. Wir lassen die Fische vielleicht schuppen hier, aber das war's. Vorspeise, dass man meinetwegen so ein kleines gebratenes Ragout macht von der Entenkeule. Da können wir eine lauwarme Keulenvinaigrette machen mit Wurzelgemüse drin, sag ich jetzt einfach mal. Und Dessert. Wir können Krebs-Dessert machen. Was haltet ihr davon, wenn wir da Feigen dazu machen? Die sind so geil, die Feigen. Wann kann man immer mit dem Chefkoch wirklich einkaufen gehen? Ne? Also wirklich mal vom Profi lernen, was frisch ist, was er wo kauft, wie er verhandelt. Ne? So, einfach mal so Tipps und Tricks. Und für mich ein persönliches Highlight war tatsächlich am Fischstand, als der Franz uns gezeigt hat, was einen frischen Fisch ausmacht. Ich kann mich so ein bisschen anschließen. Also für mich war auch der Marktbesuch natürlich das Highlight, auch der Fisch, der war sehr interessant. Ich fand es aber auch allgemein sehr schön, Geschichten zu hören, was gibt es in den unterschiedlichen Märkten, in Madeira, in Barcelona, wo erkennt man die Unterschiede und wann erlebt man das schon mal mit eigentlich sogar mehreren Sterneköchen, die dann einfach mal sich die Zeit nehmen und das Ganze erklären. Und auch jetzt das gemeinsame Kochen, ne? Zu sehen, wie kocht ein Profi, was wir normalerweise ja nicht mitkriegen. Wir bei AIDA sind auch immer ein bisschen aufgeregt, wenn es wieder auf Weltreise geht. Und unsere Gäste natürlich auch. Die haben wir begleitet. Und ich sage Ihnen eins, es gibt da so ein Lied, ne? Das werdet ihr im Verlauf der nächsten Wochen kennenlernen. Einmal um die ganze Welt. Und ihr werdet es nicht mehr aus dem Kopf rauskriegen. Und jetzt viel Spaß mit dem Bericht von der Weltreise. Are you ready? Are you ready? Heute ist der Tag der Tage. Es ist nicht ein normaler Tag, wo die Gäste ankommen und anreisen, sondern man merkt, es sind viele mit Weltkarte unterwegs. Globusse habe ich ja auch schon im Terminal entdeckt und jeder hat so das Fieber gepackt, jetzt geht's endlich los. Hinter uns sehen wir schon, der Check-in wird gleich offiziell eröffnet durch den Hoteldirektor Christian Wohlfahrt und durch mich. Und wir durchtrennen symbolisch das Band gleich mit einer Schere und dann kann es losgehen. 117 Tage fahren wir. Und dementsprechend 117 wunderschöne Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Die ganze Reise, die ist zu 90% das, was wir uns immer so gewünscht haben, mal zu sehen. Mehr geht nicht. Ich bin der jüngste Passagier. 83. Oh, ich bin schon so aufgeregt. Ja. Ganz toll. Fliegen ist es immer so viel und so gehen wir in Hamburg rein und kommen in Hamburg raus, ist optimal. Das war das letzte Mal auch schon so. Es wird eine super geile Reise. Das ist ein Jugendtraum von mir, habe ich gesagt. Jetzt und nicht später. Aus dem landwirtschaftlichen Betrieb. Der Sohn war weg, wir haben gemolken, ne, bis gestern. Und irgendwann haben wir gesagt, so jetzt morgen geht's los und dann können wir alles loslassen. Wir gehen heute zusammen auf Welt. Reise! Welt! Reise! Welt! Reise! Jetzt können wir nichts mehr tun. Also außer einsteigen und uns verwöhnen lassen und die Funde, die wir auch zunehmen, wieder abzutrainieren. Wo ich mich sehr darauf freue, Brasilien, Zuckerhut und Copacabana. Also die Südsee, ja. Und ich hoffe, dass ich auch mal schnorcheln kann. Ich liebe das. Ich habe diese Reise ja auch extra für Australien. Die Bora Bora zum Beispiel, das ist so weit weg von allem anderen, dass man, glaube ich, im normalen Leben selten die Chance hat, da mal hinzukommen. Jetzt kommt eine Zeit. Die
Nordseewasser ist bestimmt. Habe ich noch nie gehabt. Ja, obwohl, wenn es so richtig warm ist, dann schwitzt man ja beim Schwimmen. Wir haben auch ganz, ganz tolle Ausflüge von AIDA gebucht. Quer, bunt. Und der Hammer, alles. Und der Hammer ist ja, ne? Da. Da werden wir beiden heiraten, das ist doch geil, ne? Ja, Neuseeland trennen wir uns. Ich bin ja Tolkien-Fan. Ich bin Heiligabend denn bei den Hobbits im Auenland. Und du machst eine Rafting-Tour. Endlich mal hier vielleicht etwas Sturm. Vielleicht haben wir mal ein bisschen mehr Bewegung. Ich freue mich richtig auf Seegang. Und das kriegen wir spätestens, wenn wir unten Argentinien, Chile, Kap Horn rum. Ne? Ich würde jetzt denken, dass Ushuaia unten, also die Südpassage, also das südliche Norwegen, so stelle ich es mir vor, dass das irgendwie total atemberaubend wird. Und nicht zu verachten, wir fahren hier über die Datumsgrenze. Da verlieren wir einen ganzen Tag, der ist puff, auf einmal weg. Und auch das habe ich noch nicht gemacht und das wird für viele Gäste wahrscheinlich auch ein Novum sein. Ich freue mich aber auch richtig auf die Seetage. Auf die Delfine. Also ganz toll wäre auch mal ein Wal, das wären so Highlights. An der Bar sitzen, Cocktail, entspannen. Man ist ja irgendwo zu Hause einfach und ist dann schon einfach entspannter, genau. Wir freuen uns auf die Weltreise. Wenn wir den Rücken frei werden, wir schreiben Geschichten, wer. Jetzt kommt eine Zeit. Begrüßen Sie mit einem riesengroßen Applaus live on stage Wayne Morris! Media-Managerin Debbie hat sich gewünscht, zum Abschluss ihres Vertrags nochmal Entertainment-Manager Thorsten ein bisschen herauszufordern. Und er hat sich ein bisschen geziert, aber dann ist er doch als Held herausgekommen. Guck mal. Da hat die Grundlage tatsächlich, warum ich das überhaupt gemacht habe, das werden Sie auch später sehen. Weil Thorsten, also wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Sechs Wochen? 6 Wochen, ja. Seitdem er aufgestiegen ist, sitzt er jeden Tag neben mir und sagt, oh, ich muss Sport machen. Ja. Und im nächsten Zuge geht er ins California Grill und isst einen Burger. Genau, das ist... So, das war dann die Aktion, warum ich das gemacht habe. Challenge Nummer 1. auf dem Weg zum Traumbody, ne? Von Deck 3 auf Deck 12 rennen in 1 Minute 30. Schafft er? Was meinst du? Nein. Klares Nein, Thorsten, irgendwie... Los! Schnell! Hopp! Ich schaff's trotzdem locker. Wir sind natürlich sowieso schon sportlich und deswegen fahren wir mit dem Fahrstuhl. Auf 12. Stimmt. Okay, eine Minute. Also. Oh mein Gott, wir sind ja, erste Challenge geschafft, würde ich sagen. Du kriegst jetzt gleich ein Tablett mit 10 Cocktails. Und die musst du 2 Minuten. Was meinen Sie? Also ich meine schon. Dann schauen wir mal. 2 Minuten starten jetzt. Nee, noch geht's. Kann mich abschützen? Nein. Na. Alle mal mit anfeuern hier. Wie viel hab ich? 14 Sekunden. Es tut weh. Au! Möchtest du die Zeit wissen oder lieber nicht? Es sind 48 Sekunden. Au! Vergiss es! Aber du hast es probiert. Challenge Nummer 3. 5 Körbe werfen in einer Zeit von, warte, das habe ich mir aufgeschrieben, 1 Minute. Vielleicht fragen wir mal hier in die Ecke. Was glauben Sie?
Ja, schafft er. Läuft jetzt. Ach du Scheiße, er kann ja wirklich was mit Ball spielen. Gut. Bleib echt ruhig. 3, 2, 1, vorbei. Der hat für 2 gezählt, deswegen habe ich es geschafft. Du musst gleich 5 Freiwillige finden auf dem Pooldeck, die denen du Salsa beibringst. Glauben Sie, dass er es schafft? Natürlich. Wow. Hallo. Hallo. Haben Sie Lust, Salsa mit mir zu tanzen, kurz? Salsa? Ja, auf Lust. Nicht. Und auf Deckel. Hallo. Sie 4 müssten mal mitkommen. Salsa sieht am Ende so aus. Zurück, so. 1, 1! Ein links vor, hier zurück, zurück. Ja, ein bisschen Hüfte noch. Schön Hüfte. Habe ich es geschafft? Ja, er hat es geschafft. Ich dachte in dem Moment, wow, ist das sexy und du kannst hier Salsa-Schritte und dann sowas. Hast du gesehen, wie ich die Plauze rausgestreckt habe? Und wenn auch ihr tolle Märkte besuchen wollt in spannenden Städten, wenn ihr Shows sehen wollt, wenn ihr überhaupt mit uns fahren wollt, dann geht auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro und lasst euch beraten. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder und die großartigste Musik von Bord unserer Schiffe. Viel Spaß! Sunday morning, yeah, because I need